guten Abend, meine Damen und Herren. Ich backe heute eine leckere Sahnetorte. Dann mal los. Zuerst braucht ihr Butter, Zucker, Eier und Schnee. Dann rührt ihr den Schnee um. So. So, den Schnee genau so schlagen. Und wenn ihr den Schnee geschlagen habt, nehmt ihr das andere und rührt um. Ihr müsst die Butter zerstampfen. Ein bisschen. So. Dann ist es zusammen. Schokolade. Dass der Mixer nicht runterfällt. Gib dir die weiche Schokolade rein. Wenn ihr es fertig gerührt habt, gebt ihr es in diesen Form rein, in diesen Kuchenform. So. Sehr schön. So. So, jetzt habe ich den Kuchen eine Stunde gebacken und jetzt möchte ich Marmelade draufstreichen. So. Man kann auch innen aufschneiden und die Marmelade innen rein tun. Aber ich mache es oben. Ich streiche oben die Marmelade drauf. So. Und das ist dann auch ganz lecker, wenn man sie am Rand verstreicht.
schön bestrichen habt, gebt ihr eine Schokolade rein. Es ist mit Wasserbad heiß aufgelöst worden. So, es ist sehr heiß. Also müsst ihr vorsichtig sein, dass ihr euch nicht verbrennt. Weil es eben sehr heiß ist. So. Es ist verdammt heiß. Ab und wenn ihr die Schokolade fertig bestrichen habt, könnt ihr sie beliebig verzieren. Weil es eine Geburtstagstorte für meine Freundin wird, verziere ich sie so mit Zahlen. Sie wird nämlich 21 Jahre und das ist eine Geburtstagstorte für meine beste Freundin, die ich ihr morgen geben werde. Wenn ihr wollt, könntet ihr meinen Kanal. So. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr euch das Video gefallen habt, könnt ihr einen Daumen nach oben leiten, wenn ihr wollt. Und ihr könnt meinen Kanal abonnieren. Wenn ihr wollt, könntet ihr meinen Kanal abonnieren. Ich würde mich sehr freuen. Und ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Tschüss!